Irgendwo habe ich mal gelesen, Gerechtigkeit gibt es nur in der Hölle. Falsch. Ich war in der Hölle. 20 Jahre lang. Was machen Sie da? Geben Sie mir zurück! Mein Baby! Und ich bin ausgebrochen, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Ich wollte, dass die Menschen, die mir das angetan haben, das Gleiche durchmachen müssen wie ich. Dass sie allein sind und verzweifelt, weil niemand ihnen glaubt. Obwohl sie die Wahrheit sagen. Dass man ihnen alles nimmt. Auf diesen Moment habe ich so lange gewartet. Und jetzt ist er da. Wie geht's dir? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass das alles hier nicht mir passiert, sondern jemand anders. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, so war mein erster Gedanke gleich, dass ich hier nicht hingehöre. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich weiß, was du meinst. Komm, wir gehen hier rein, da sind wir umgestellt. Wie erklärst du dir, dass unter deinem Namen ein Schwarzgeldkonto auf den Cayman Islands existiert hat? Von dem regelmäßig hohe Summen an einen gewissen Professor Behrens geflossen sind. Ich weiß es nicht. Sebastian, was hast du mit dem Leiter einer psychiatrischen Einrichtung zu tun? Martin, ich habe keine Ahnung. Da will mich offensichtlich jemand verladen. Und wer soll das bitte sein? Ich weiß es nicht. Professor Behrens wurde 20 Jahre in deinem Namen bezahlt. Bis er vor ein paar Tagen unter mysteriösen Umständen ins Koma gefallen ist. Und jetzt ist er tot. Verdammt nochmal, Sebastian! Du bist mein Freund. Ich will dir helfen. Aber ich kann das nur, wenn du mir sagst, was du mit dieser ganzen Sache zu tun hast. Ich habe aber nichts mit dieser Sache zu tun, okay? Und du weißt genauso gut wie ich, dass ich hier nicht sein müsste. Dass ich überhaupt mitgekommen bin, war ein reiner Freundschaftsdienst. Ja? Schön. Also, bis dann. Ich werde Ermittlungen gegen dich einleiten, Sebastian. Du wirst nichts finden. Hallo. Behrens ist tot, wurde ermordet. Und die Spur führt jetzt direkt zu mir. Hältst du mich im Ernst für so bescheuert, dass ich so ein Konto in einem richtigen Namen laufen lasse? Wer weiß, vielleicht hast du ja gedacht, damit kriege ich Sebastian auf jeden Fall ran, wenn ich es irgendwann mal brauche. Ich habe damit nichts zu tun. Ich auch nicht, aber du hast damals die Strippen gezogen. Also wirst du auch dafür sorgen, dass ich heil aus dieser Nummer rauskomme. Der Einzige, der nichts zu tun hat mit dieser Sache. Ich kümmere mich drum. Sebastian, was ist los? Was los ist, habe ich dich gefragt. Ich merke seit Tagen, dass dich irgendwas quält. Sebastian, du kannst mir alles sagen. Und was ist mit den Dingen, für die ich mich selbst hasse? Was zur Hölle habt ihr getan? To your heart, and I can't stand up.
Ich soll mich beruhigen? Tanja. Doch, das ist wirklich unglaublich, was ich mir in diesem Haus alles anhören musste. Verlogen, kriminell, unmoralisch. Und ihr sperrt jahrelang ein Mädchen weg, weil sie schwanger war? Das stimmt jetzt auch nicht. Es war ja, ich meine, eine sogar anerkannte psychiatrische Einrichtung. Oh, das macht's natürlich direkt viel besser. Ich hab's dir doch erklärt. Ansgar hat mich erpresst. Ich hatte überhaupt keine andere Wahl. Behrens ist tot. Tristan rastet völlig aus, passenderweise direkt vor der Polizei. Und unser kleines Konto wird Polizei bekannt. Ziemlich viele Zufälle in ziemlich kurzer Zeit, findest du nicht? Da will uns jemand fertig machen. Und wir müssen ihm zuvorkommen. Wer soll das sein? Das weiß ich nicht. Aber er weiß ziemlich viel über uns. Bring diesen Bullen unter Kontrolle. Dann müssen wir uns das wegen des Kontos einfallen lassen. Jahrgängen von 93 bis 2000. Wozu brauchen Sie die denn? Herr Kommissar, ich weiß ja, dass Sie in einem Mordfall ermitteln, aber wenn Sie mir nicht sagen, wonach Sie suchen, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Sagen wir mal so. Es gibt bestimmte Gründe, die uns zu der Annahme verleiten, dass in diesem Zeitraum Dinge passiert sind, die wir uns gerne etwas näher anschauen würden. Was denn für Dinge? Sagen Sie es mir. Haben Sie eine Idee, warum jemand Professor Behrens regelmäßig sehr viel Geld überweisen sollte? Sehen Sie? Deshalb brauche ich die Akten 893. Na gut, dann müssen Sie sich aber bis morgen gedulden. Das Archiv ist in Obhut von Schwester Franziska und die ist heute nicht hier. Das heißt, morgen wieder im Haus. Gut. Komme ich morgen wieder. Klar? Schwester Agnes. Hallo. Ich höre, sind Sie überraschend zu Geld gekommen? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Ich wollte Ihnen nur gratulieren. Danke. Ja, ich habe geerbt. Eine etwas größere Summe. Sieben, achtstellig. 300.000. Beinahe. So wenig ist es noch nicht. Nein, ich meinte, der oder die Verstorbene muss Ihnen ja nahegestanden haben. Na, ehrlich gesagt, kannte ich den Kerl überhaupt nicht. Irgend so ein reicher Typ, der hilfsbedürftigen jungen Menschen hilft. Naja, Sie bekommen bei uns ein Einstiegsgehalt, aber
Hilfsbedürftig scheint ja dann doch ein bisschen übertrieben. Dann war der halt nicht auf dem neuesten Stand, aber ich habe auf jeden Fall nicht vor, das Geld zurückzuschicken. Natürlich. Sondern? Ich denke, ich werde es anlegen. Hm. Ist das Verhör jetzt beendet? Also, was hast du rausgefunden? Du hast dich in Janik getäuscht, der ist in Ordnung. Moment, du hast mir doch erzählt, er vertickt Drogen. Es sah so aus, ja, aber um ehrlich zu sein, hat er sein Geld verschenkt an Freunde. Aha. Ja, das Geld, was er hat, das hat er wirklich geerbt. Ich weiß, du denkst, er hat die Kohle irgendwo in der Bank abgezweigt, aber das würde er nie tun. Der ist so ein Computerfreak, Programmieren, Börse, also was, er würde dich nicht beklauen. Warum, meinst du? Weil er offen gesagt ein ziemlicher Fan von dir ist. Wie kommst du denn darauf? Er hat mir erzählt, wie toll er es findet, für dich zu arbeiten und wollte wissen, wie du so bist. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wie du so privat bist, ob du neben Kim noch weitere Kinder hast, sowas. Ja, und was hast du ihm gesagt? Naja, die Wahrheit, dass du eigentlich ganz in Ordnung bist, wenn man dich ein bisschen besser kennt. Das ist ja rührend. Na, wie auch immer, ich habe ein kleines bisschen Geld geerbt. Das freut mich für Sie. Und ich habe mich gefragt, ob Sie mir vielleicht eins Ihrer Bilder verkaufen könnten. Na, das tut mir leid. Der Verkauf meiner Bilder geht leider nur über meine Galerie. Da kann ich auch keine Ausnahme machen. Ah, okay, ich verstehe. Aber Sie können gerne mit reinkommen und sich mal umsehen. Vielleicht finden Sie ja was, was Ihnen gefällt. Wow. Das haben Sie übrigens neulich hier vergessen. Oh, ja, danke. Das gefällt Ihnen? Ja, total. Da sind Sie wirklich der Erste. Selbst meine Freundin Nico, der alle Bilder von mir gefallen, kann damit nichts anfangen. Ich kenne das. Das Bild? Nein, das kann nicht sein. Das habe ich noch nie öffentlich gezeigt. Ich meine, ich weiß, wie das ist. Was meinen Sie? Es ist so ein total krasses Gefühl, als ob irgendwas total aus dem Ruder läuft. Man weiß, dass man gleich das Gleichgewicht verliert und in den Abgrund fällt. Oder man sitzt im Auto und weiß, dass man gleich die Kontrolle verliert. Aber das ist wahrscheinlich eh Quatsch, was ich gerade sage. Ich weiß auch eigentlich gar nicht so viel über Kunst. Wissen Sie, wie das Bild heißt? Geisterfahrer. Und das, was Sie da gerade beschrieben haben, ist genau das, was ich beim Malen empfunden habe. Trotzdem, ich kann es Ihnen nicht verkaufen. Ja. Ja, ich verstehe schon. Warten Sie. Wenn Sie es niemandem verraten, dann schenke ich es Ihnen. Graf Lahnstein, Hauptkommissar Vogt wünscht Sie zu sprechen. Danke, dass du so schnell kommen konntest. Das ist halt oberste Priorität bei mir. Angesichts der Umstände nicht gerade schmeichelhaft, setz dich doch. Danke. Naja, wie man es nimmt. Sebastian, mir geht die ganze Sache nicht mehr aus dem Kopf. Wenn es irgendeine Erklärung gibt, warum dein Name im Zusammenhang mit diesem Konto auftaucht. Die gibt es. Dieses Konto stammt anscheinend noch aus der Zeit von Lahnstein Pharma. Wurden aufgekauft, aber ich habe mal die wichtigsten Eckdaten für dich ausgedruckt. Ihr habt in der Pharmaindustrie mitgemischt? Ja, ich habe versucht, das alles nochmal zu rekonstruieren für dich. Dabei bin ich auch auf deinen Professor Behrens gestoßen. Ja, so wie es aussieht, haben wir wohl damals diverse Forschungs- und Arzneimittelprojekte mit ihm am Laufen gehabt. Ja, und seit dieser Zeit sind wir diesen Menschen auf eine Art, wie soll ich sagen, freundschaftlich verbunden. Ja, Moment. Soll das heißen, ihr habt heimlich eine psychiatrische Einrichtung unterstützt? Das ist Familientradition. Martin. In jeder Generation gab es mindestens einen Lahnstein, der einen Großteil seines Lebens in vollständiger geistiger Umnachtung verbracht hat. Zufrieden? Nur einen. Uns liegt jedenfalls daran,
das nicht in die Öffentlichkeit zu tragen. Ja, gut, aber warum hat Lahnstein Pharma dann Konten auf den Cayman Islands unterhalten? Steuerliche Gründe. Oh, komm schon, Sebastian, geht das auch ein bisschen genauer? Ach, Mensch, Martin, bitte, willst du das denn nicht verstehen? Ich war 18 und ich wollte ganz oben mitmischen. Was meinst du, wie viele Sachen ich damals für meinen Onkel unterschrieben habe? Ich stehe in sämtlichen Firmen namentlich mit drin. Ja, und ob du es glaubst oder nicht, aber das ist so in einem Familienunternehmen. Hm. Schwein gehabt, dass ich nicht bei der Steuerplanung arbeite. Lahnstein Pharma, das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, das war eine gute Idee, ihm von Lahnstein Pharma zu erzählen. Ich hatte schon fast vergessen, dass es die Firma mal gab. Das Gute ist, du kannst behaupten, was du willst. Behrens ist tot, da kann ich mir widersprechen. Wer ist tot? Ich rufe zurück. Ach, so ein Professor, mit dem wir mal geschäftlich zu tun hatten. Professor Behrens? Ich glaube, so hieß der Typ, der Yannick das Geld vererbt hat. Moment mal, Kim, du hattest mir doch gesagt, der Kerl hieß Bernhard oder sowas. Ja, aber nee, der hieß Behrens. Also das war der Name, der in dem Brief stand. Und dann bist du dir jetzt sicher? Ja. Kanntest du den persönlich? Flüchtig. Hier. Lahnstein Pharma. Klingelt da was? Nie gehört. Eben. Weil die Lahnsteins diesen Geschäftszweig vor Jahren abgestoßen haben. Aber vielleicht haben sie noch ein paar Beteiligungen an irgendwelchen Scheinfirmen. Hallo, Martin. Und Charlie. Du siehst blendend aus. Was? Du siehst immer blendend aus, weißt du doch. Dann sag's mir doch mal. Ich kann ja nicht hell sehen. Nicht? Leute, ihr habt Zuschauer. Okay, ich bin schon weg. Hätten die Herren gerne noch einen Kaffee? Ja, für mich, ja. Danke. Komm, du bist mein Lahnstein-Experte. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was oder wem ich da noch trauen kann. Am besten niemandem. Nicht mehr Sebastian? Er ist wahrscheinlich noch der anständigste von allen. Obwohl er mit dem Teufel persönlich verheiratet ist. Aber was erzähle ich dir? Ihr seid ja schließlich befreundet. So großen Durst. Haben wir noch was zu trinken da für den Elefanten? Guck mal, was ich gefunden habe. Toll. Echte Förmchen. Hm. Das ist gut. Meine Katze, ich füll die mal schnell. Ich füll die mal schnell auf. Mach das. Sebastian, ich. Entschuldigung, aber. Nein, du bist enttäuscht von mir. Zu Recht. So? Ich werde mir das nie verzeihen. Die Sachen in den Griff. Ich glaube schon. Sebastian,
schlechter Mensch. Das weiß ich nicht. Aber ich... Sie ermitteln gegen Ihren Freund? Ja, leider. Es tut mir leid. Ist bestimmt nicht einfach. Ja, sowas nennt man wohl Interessenskonflikt. Als Polizist ist es meine Aufgabe, die Wahrheit rauszufinden. Aber als Freund möchte ich diese Wahrheit manchmal lieber gar nicht wissen. Ja, das kenne ich. Also das mit dem Interessenskonflikt, meine ich. Man steckt sich ein Ziel und versucht alles, um das zu erreichen. Aber dann kommt irgendwas dazwischen und auf einmal passieren Dinge, die so gar nicht passieren sollten. Können Sie das Ziel dann nicht einfach aufgeben? Ja, das könnte ich. Aber es hängt dann doch ziemlich viel davon ab. Im Grunde genommen alles, was mich ausmacht. Als Künstlerin? Ja, natürlich als Künstlerin. Was ist das denn, Kartoffelgratin? Ich hasse das Zeug. Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht gefragt. Es gehört aber auch nicht zu meinen Aufgaben, Ihnen Essen zu bringen. Ja, vielleicht schmeckt es ja trotzdem. Ach, sagen Sie mal, dieser unbekannte Wohltäter, der Ihnen das Geld vererbt hat, ist er zufällig Professor Behrens? Ja, haben Sie mal von ihm gehört? Wir hatten mal geschäftlich miteinander zu tun. Also kannten Sie ihn? Ja, Sie nicht? Nee, habe ich doch gesagt, ich bin ihm nie begegnet. Ja, stimmt, sagten Sie. Haben sich nie gefragt, wie der Mann auf Sie gekommen ist? Na, ich denke mal über das Heim, in dem ich mal gewohnt habe. Sie meinen seine psychiatrische Einrichtung? Nein, ich meine ein Kinderheim. Sie sind weise. Ja, haben Sie ein Problem damit? Nein, nein, überhaupt nicht. Bei einer Menge Eltern ist es besser, wenn man sie nie kennenlernt. Sagen Sie, wie sind Sie eigentlich auf die Landscheinbank gekommen? Ich habe mich beworben. Ja, das ist schon klar, aber warum ausgerechnet bei uns? Ich meine, doch genug Banken. Naja, ich wollte zu einer privaten Bank. Und die Landscheinbank hat einfach einen sehr guten Ruf. Das war alles? Ja. Wissen Sie, ich habe das Gefühl, das ist hier schon wieder wie ein Verhör. Ist es, weil ich mit Ihrer Tochter zusammenarbeite? Denn keine Angst, ich wollte Sie nicht gleich heiraten. Und das nächste Mal holen Sie sich Ihr Essen bitte wieder selber. Guten Appetit. Hallo, Herr Schwarz. Wie geht es Ihnen? Schwester Agnes. Ich bin hier zufällig vorbeigekommen. Und da sehe ich meinen Lieblingspatienten hier reingehen. Und da dachte ich mir, den überraschst du jetzt mal. Der Herr Schwarz, der freut sich bestimmt. Ich nehme einen Cappuccino. Und gibt's Käsekuchen? Oder Schokolade? Ich kann Ihnen Schokomuffins anbieten. Mhm. Ja? Auch schön, dass man Sie mich einladen. Wie geht's Steffi Köster? Was wollen Sie? Sie ist tot, das wissen Sie doch. Nein. Ich habe Steffi Köster zweimal gesehen. Einmal bei Professor Behrens. Gott hab ihn selig. Und das zweite Mal vorhin. Mit Ihnen zusammen. Da war ich aber überrascht. Der Professor stirbt. Steffi Köster lebt. Sie haben viel vor, Herr Schwarz, nicht wahr? Was wollen Sie? Nichts Außergewöhnliches. Sehen Sie, ich bin eine arme, mittellose Frau, alleinstehend. Und ich werde nicht jünger. Schönen Blick aufs Schloss haben Sie hier. Ja.
Ich hoffe, Sie trinken ihn ohne Milch. Ich habe nämlich keine mehr da. Danke. Ich trinke ihn schwarz. Oh, das ist genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Ja. Ich war auch ein bisschen müde. Ja, nee, aber das meine ich gar nicht. Ich bin froh, dass ich Sie getroffen habe und Sie mich ein bisschen abgelenkt haben von diesen verfluchten Ermittlungen. Und dem Interessenskonflikt. Vielleicht kann ich ja jetzt ganz anders an die Situation rangehen. Vielleicht finde ich sogar eine neue Spur. Um Ihren Freund zu entlasten. Das würde mich sehr für Sie freuen. Danke. Ja, nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich bin auch sonst froh, dass wir uns wiedersehen. Ich auch. Ich habe mir schon überlegt, ob ich Sie vielleicht mal anrufe und frage, ob Sie Lust haben auf noch eine Tanzstunde. Und warum haben Sie es nicht getan? Arbeit. Ja, und ich wusste ja nicht, ob Sie überhaupt Interesse haben am Tanzen. Ich würde es gerne noch mal versuchen. Mit dem Tanzen. Entschuldigung. Ist bestimmt meine Agentin. Polly, was gibt's? Du musst sofort herkommen. Polly, es ist gerade ziemlich schlecht. Sofort, hörst du? So lange dauert. Schneller ging's nicht. Ich konnte mich nicht mal richtig von Martin verabschieden. Es ist sowieso bald vorbei. Du solltest auch ein paar Sachen zusammenpacken und dann fahren wir los. Kannst du mir mal erklären, was hier los ist? Was ist denn eigentlich passiert? Schwester Agnes, sie hat mich abgefangen. Sie hat uns gesehen. Sie weiß alles. Will sie zur Polizei? Keine Ahnung. Sie wollte nur Geld. Sie wollte Geld von uns. Nach all dem, was sie uns angetan hat. Nur Geld? Keine Ahnung. Du weißt doch, wie unberechenbar diese Frau ist. Du musst keine Angst haben. Du wirst nicht mehr in die Psychiatrie kommen. Dafür werde ich sorgen. Okay? Okay. Okay. Und wir haben einen Plan. Ein Plan. Ja, ein Plan. Aber der Plan war gut, solange niemand wusste, dass du lebst. Aber jetzt haben wir keinen Plan mehr. Vielleicht ja doch. Illegale Medikamentenversuche durch Lahnstein Pharma in unserer guten alten Klapse. Wo hast du das her? Das habe ich selbst gemacht. Das ist wasserdicht. Im Ernst? Und das ist Sebastians Motiv, um Behrens umzubringen? Nur wenn dein Bullenfreund es in die Finger kriegt. Und Schwester Agnes schweigt. Vorstellen, wer unser kleines Geheimnis aufgedeckt hat. Und wer? Yannick Anders. Er
keinen Zugriff auf sämtliche unsere Finanztransaktionen, auch auf solche, die Jahre zurückliegen. Und er ist ein kleines Computergenie. Ja und, was beweist das? Der Hackerangriff auf die Bank. Wir hatten sämtliche Transaktionsdaten verloren. Und dann taucht wie aus dem Nichts dieser kleine Auszubildende, Yannick Anders, auf und hat alle Transaktionsdaten im Kopf. Und danach wird er passenderweise mein Assistent. Ja, aber wir haben ihn doch überprüfen lassen. Ja, und er war sauber. Nur offensichtlich ist niemandem aufgefallen, dass er in einem Heim aufgewachsen ist. Das macht ihn jetzt verdächtig, oder was? Nein, Sebastian, denk doch mal nach. Was ist, wenn er der Sohn von Behrens ist? Wie kommst du denn jetzt darauf? Behrens hat ihm eine größere Summe Geld hinterlassen. Bitte? Wie konnte uns das denn bitte schön durchgehen? Wenn das stimmt, dann arbeitet er wirklich nicht zufällig hier. Dann weiß der auch irgendwas. Ja, richtig. Und die Frage ist, was er weiß. Und was er mit dem Wissen vorhat. Sie werden uns nicht aufhalten können, Schwester Agnes. Bitte, Frederik. Ich wollte doch nur ein bisschen Geld. Ich hab doch nichts. Ruhe. All die Jahre nur die Arbeit gemacht. Und Professor Behrens hat die ganze Zeit kassiert. Das ist bitter. Sie verdienen das bescheidene Gehalt einer Schwester und der Arzt kassiert doppelt ab. Ich kann Ihren Ärger verstehen. Deswegen mache ich Ihnen jetzt ein Angebot. Sie werden eine Falschaussage bei der Polizei machen. Und dafür werde ich Ihre Altersvorsorge großzügig aufstocken. Sie werden nie wieder arbeiten müssen.
weiß nicht, ob ich denn noch in der Lüge leben kann. Dann wäre die Alternative, dass Sie ohne Lüge nicht mehr leben. Zu den Details. So, das wären dann jetzt alle Jahrgänge ab 93. Und einen schönen Gruß von Schwester Franziska. Und wenn Sie noch mehr wollen. Danke, ich glaube, das reicht fürs Erste. Und Herr Vogt? Was denn? Sie haben mich doch gefragt, ob ich noch was wüsste, was diese Dinge betrifft. Ja, und? Ich glaube, mir ist doch noch was eingefallen. Ich meine, ich war ja damals am Beginn meiner Ausbildung und deshalb waren mir auch diese Dinge nicht so klar. Aber natürlich wussten wir alle hier, dass das nicht in Ordnung ist. Worüber reden wir hier? Medikamentenversuche an den Patienten. Die können sich ja nicht wehren, die armen Menschen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso sich Herr Professor Behrens darauf einlässt. Welche Firma war damals dafür verantwortlich? Landstein Pharma. Auch ganz reizende Menschen eigentlich. Graf Lahnstein und dann, wie hieß der noch? Sebastian. Sebastian von Lahnstein. Lahnstein Pharma. Die haben in der Psychiatrie Medikamentenversuche durchgeführt. Habe ich überprüft. Hast du schon mal was von Phase-1-Versuchen gehört? Medikamente, die noch nie zuvor am Menschen getestet worden sind? Ziemlich heikle Sache. Und ziemlich teuer, weil man den Leuten ziemlich viel Geld zahlen muss. Es sei denn, die Probanden wissen nichts davon. Moment. Willst du mir sagen, dass die Lahnsteins ihre Medikamente an geistig verwirrten Menschen getestet haben? Steht alles hier drin. Jetzt verstehe ich auf einmal noch die ganzen Zahlungen. Und jetzt gibt's auch ein klares Motiv. Für einen Mord an diesen Behrens? Vielleicht wollte er noch mehr Kohle. Vielleicht hätte er sie erpresst und dann. Komm. Das ist nur eine Spekulation. Du zögerst, weil er dein Freund ist. Hör mal, Martin. Ich glaube, du bist an einem Punkt deiner Ermittlungen, wo du dir keine zwei Meinungen mehr leisten kannst. Sebastian von Lahnstein ist ein gewiefter Anwalt. Der weiß, wo der Hase läuft. Und ich wette, der weiß auch, dass du ihm auf der Spur bist. Also verlier keine Zeit und besorg den verdammten Durchsuchungsbefehl. Papa? Was gibt's? Sag mal, Kim, wusstest du, dass Yannick anders weise ist? Ja, wieso? Ja, hat er mal irgendwas darüber erzählt, zum Beispiel, wer seine Eltern waren oder irgendwas in der Art? Nee, der kannte die nicht. Die haben ihn wohl damals einfach ausgesetzt. Und er redet auch nicht gern darüber, was ich gut verstehen kann. Warum fragst du mich das? Ich möchte einfach nicht, dass du so viel Zeit mit ihm verbringst. Ich arbeite mit ihm zusammen? Ja, ich weiß. Hä? Ich dachte, du magst ihn. Wieso sollte ich ihn mögen? Naja, ihr seid euch ja ziemlich ähnlich. Also das wäre wohl nun sicher nicht. Ihr haltet euch beide für unwiderstehlich. Ihr denkt, die ganze Welt dreht sich nur um euch. Ihr habt die gleichen Macho-Sprüche drauf. Liest in eurer Freizeit am liebsten Börsenkurse. Soll ich weitermachen? Ich warte nur noch drauf, dass er mit zurückgegelten Haaren zur Arbeit kommt. So, so. Papa, ihr seid euch wohl ähnlich.
Wenn du willst, kann ich Emma heute zur Kita bringen. Ja, das wäre super. Ich habe einen Termin mit einer Werbeagentur. Ja, bitte? Herr Vogt. Ja, Martin, was gibt's? Schau an, hast Verstärkung mitgebracht. Sebastian, wir würden uns hier gerne ein bisschen umschauen. Aha, warum? Durchsuchungsbeschluss. Auf welcher Grundlage? Du weißt, dass ich dir darüber keine Auskunft geben darf. Natürlich nicht. Tollen Trauzeugen hast du da. Dann ja, bitte beruhig dich. Martin tut ja nur seine Pflicht. Hallo, ich bin Marvin. Wer bist du? Ansgar von... Der Ansgar. Hallo, Ansgar. Hallo. Hallo, Schwester Agnes. Hallo, Marvin. Bist du so lieb, lässt du uns einen Moment allein? Guten Tag. Ansgar von Lahnstein. Graf Lahnstein, wir sind uns ja noch nie persönlich begegnet. Ja, ich, ich hätte das auch jetzt ganz gern vermieden. Was verschafft mir dann die Ehre Ihres Besuchs? Ich brauche eine Auskunft von Ihnen. Es geht um Professor Behrens. Hatte der Professor Kinder? Und da sind Sie absolut sicher? Natürlich bin ich da sicher. Was ist denn das für eine Frage? Steffi Köster war, als sie eingeliefert wurde, vor 22 Jahren schwanger. Es hieß immer, dass das Kind direkt nach der Geburt gestorben wäre. Ja, das stimmt. Und das hat Professor Behrens Ihnen damals ja dann auch mitgeteilt. Richtig. Die Frage ist nur, ob das die Wahrheit ist. Natürlich ist das die Wahrheit. Was hätte denn sonst mit dem Baby passieren sollen? Genau das versuche ich herauszufinden. Das Kind ist nach der Geburt verstorben. Das schwöre ich. Personalakte von Herrn Anders. Danke. Okay, Sebastians Party ist im Juli. Er hat im Juli Geburtstag. Ich bin schwanger. Von dir. Nochmal bitte. Ehrlich gesagt, ungern. Tanja. Ich hab hier was. Sebastian? Kannst du mir erklären, wo diese Tüte hier herkommt? Nein. Ich sehe diese Tüte, genauso wie du, gerade zum ersten Mal. Tanja, weißt du vielleicht etwas über diese Tüte? Laut Etikett ist das die gleiche Substanz, die Professor Behrens verabreicht wurde, kurz bevor er gestorben ist. Sebastian, ich muss dich bitten, mich aufs Revier zu begleiten. Gerechtigkeit gibt es nicht umsonst. Man muss etwas dafür tun. Manchmal auch Dinge, die man am liebsten nicht tun würde. Man muss Menschen hintergehen, die einem am Herzen liegen.
Im schlimmsten Fall muss man sie dazu bringen, ihren eigenen Freunden zu misstrauen. Aber um meinen schlimmsten Feind zu Fall zu bringen, ist mir kein Opfer zu groß.